Liebe Schwestern und Brüder, es ist ja nun schon der dritte Ostersonntag und wir haben schon Berichte der Begegnung mit dem Auferstandenen gehört, an jedem einzelnen dieser Ostersonntage. Die Osterberichte aller Evangelien wirken dabei aber irgendwie hilflos. Und wenn man in die Texte aller dieser vier Evangelien sich hineinkniet, in diese Auferstehungstexte oder Begegnungen mit dem Auferstandenen, dann merkt man sehr schnell, dass hier um jedes einzelne Wort gerungen wurde. Sehr, sehr knappe Schilderungen, sehr tiefsinnige Beschreibungen. Aber gerade das macht die Hilflosigkeit, das Erfahrene zu beschreiben, nur noch deutlicher. Wen wundert es? An Ostern erscheint der in der Welt, der sie doch überwunden hat. An Ostern erscheint der in der Welt erfahrbar, der sie doch überstiegen hat. Philosophisch, theologisch ausgedrückt, höchste Transzendenz in der Immanenz. Das ganz andere erfahrbar im ganz Vertrauten. Der ganz andere Gott, wie wir sagen, erfahrbar in meinem Leben. Wen wundert es, dass hier um jedes Wort gerungen wird? Dass hier Worte nicht ausreichen, zu beschreiben, was erlebt wurde. Da ist etwas greifbar und gleichzeitig unnahbar. Da ist etwas einfach und da und dennoch nicht zu ergründen. Dennoch nicht nachzuvollziehen. Jesus erscheint in diesen Auferstehungserzählungen als der, der um den Glauben seiner liebsten Jüngerinnen und Jünger kämpft. Er ringt darum, dass sie ihm Glauben, Vertrauen schenken. Heute wieder ganz eindrücklich. Er fragt sie, warum fällt es euch so schwer? Warum zweifelt ihr? Seht doch meine Hände und meine Füße. Er fordert sie auf, ihn anzufassen. Wir haben das ja schon letzte Woche aus der Feder des Evangelisten Johannes gehört, der Begegnung mit Thomas, der nicht dabei sein konnte, der danach kam. 8 Tage später war es dann so weit, dass auch er begreifen sollte, ohne dass das Evangelium wirklich Aussage machte, ob er etwas ergriff an diesem Jesus. Aber er begriff als ganzer Mensch, was mit ihm in diesem Moment geschah. Heute wieder Zweifel. Jesus zeigt sich und dennoch ist das Ergebnis, was dann als Konsequenz geschildert wird, hilflos. Sie können es, und hier sagt das Griechische vor Freude, nicht glauben. Aber es bleibt, sie können nicht glauben, oder wortwörtlich steht ungläubig dort. Und sie staunten nur. Stellen wir uns jemanden vor, der staunt. Der steht mit offenem Mund vor etwas, der weiß nicht, was er denken soll. Der ist hilflos. Er weiß nur, dass gerade etwas Unbeschreibliches geschehen ist. Sie halten ihn für ein Gespenst. Hier wird noch übersetzt in der neuen Einheitsübersetzung, sie sehen einen Geist, weil im griechischen Urtext, auf den sich diese Übersetzung bezieht, steht tatsächlich Pneuma, Geist. Aber in den ältesten Handschriften dieses Lukas-Evangeliums steht Phantasma. Sie sehen ein Gespenst, eine Erscheinung. Etwas, was sie ganz und gar nicht einordnen können. Damit sie es endlich begreifen können, ist er schließlich
vor ihren Augen. Er isst, er nimmt Nahrung zu sich, damit sie erkennen, er ist es. Es wird dennoch nicht berichtet, dass sich ihr Unglaube an dieser Stelle bereits in Glaube wandeln konnte. Aber Schwestern und Brüder, lassen Sie uns nachdenken, was ist denn überhaupt diese Auferstehung? Was ist denn diese Erfahrung mit dem Auferstandenen? Was ist das, was wir nachher gleich zweimal wieder im Glaubensbekenntnis bekennen? Diese Auferstehung einerseits bei Jesus, aber auch für uns als unsere Zukunft. Vielleicht sammeln wir es mal. Vielleicht erst einmal, was Auferstehung nicht ist. Auferstehung ist nicht Rückkehr in dieses irdische Leben. Das ist schon mal ganz wichtig. Ist nicht Wiedergeburt. Jesus hat nicht am Ostermorgen mit seinem Leben weitergemacht, wo er am Karfreitagnachmittag aufgehört hat. Irdischer Tod, den auch Jesus erfahren hat, ist wirklicher Abbruch. Abbruch irdischer Existenz. Tod ist Verlassen dieser Welt. Tod bedeutet, dass Menschen zurückbleiben, die um uns trauern. Und gerade deswegen, weil der Tod wirkliches Ende ist und Abbruch, sind auch Trauer und Tränen immer berechtigt. Auferstehung, positiv gesagt, ist nach den Berichten der Evangelien, wir sehen Jesus als den Verwandelten. Wir sehen ihn als den, der entgrenzt ist, nicht mehr gebunden an die Grenzen, die uns gesetzt sind in der irdischen Existenz, beispielsweise die Grenzen von Raum und Zeit. Er kann nach dem Zeugnis des Johannesevangeliums und auch heute im Lukasevangelium wird es angedeutet, durch verschlossene Türen zu den Jüngern kommen. Es gibt keine Grenzen für ihn, die für uns in dieser Welt Grenzen wären. Er lebt entgrenzt. Jesus kommt in ihre Mitte, er tritt in ihre Mitte, ohne dass sie ihn kommen oder gehen bemerken. Die beiden Emmausjünger gehen einen ganzen Nachmittag mit ihm und er bleibt ihnen dennoch erst einmal fremd. Dann kommt er ihnen ganz nah, als sie zu Tisch sitzen. Und er bleibt ihnen doch fremd. Erst später, dadurch, dass ihnen das Herz entbrennt, wird ihnen klar, wer er ist. Dann können sie ihn ganz genau zuordnen. Als sie ihn endlich erkennen, dann nur an seiner Geste, nicht an seinem Aussehen erkennen sie ihn. Nur an dem, wie er an ihnen handelt, erkennen sie sein Vermächtnis. Maria Magdalena verwechselt ihn mit dem Gärtner. Wie könnte sie ihn verwechseln, wenn er tatsächlich körperlich vor ihr stünde? Jesus erscheint ihr verwandelt, verklärt, anders, nicht einfach derselbe. Er lebt jetzt in der Welt Gottes und er tritt aus dieser heraus, um sich seinen Jüngerinnen und Jüngern zu offenbaren. Deswegen heißen biblisch diese Begegnungen eben nicht Meetings, Treffen oder wie auch immer sie heißen, Erscheinungen. Die Schrifttexte wollen sagen, so wie Gott Menschen durch die Geschichte hindurch erschienen ist, beispielsweise Mose am Dornbusch, der sich nicht verzehrt, der brennt und dennoch nicht verbrennt, so ist der Auferstandene seinen Jüngern gegenüber. Das erklärt auch ihre Angst. Das erklärt die Angst, die zu den Erscheinungen Gottes oft dazugehören hat,
das große, heilige, das meinen Horizont weit übersteigt, tritt plötzlich in diese irdische Welt ein und zeigt sich mir. Es bleibt staunen, mein offener Mund. Es fordert in mir die Ehrfurcht. Automatisch gehe ich quasi innerlich in die Knie. Es lässt mich schaudern. Ehrfurcht vor dieser Größe steigt in mir auf. All das dürfen wir voraussetzen für diese Begegnungen mit dem Auferstandenen. Auferstehung ist etwas Neues, absolut Neues. Das war bei Jesus nicht anders, als es auch bei der Auferstehung der Toten am Ende aller Tage sein wird. So seine Verheißung. Auferstehung, Schwestern und Brüder, meint Leben der jenseitigen Welt Gottes erfahrbar, schon im Hier und Jetzt, wenn auch nicht in ganzer Erfüllung. Gleichzeitig aber wird ganz deutlich gemacht in den Schriften, der erscheinende Jesus, der nicht derselbe ist wie der des Karfreitags, ist doch derselbe. Der erscheinende Jesus ist derselbe. Der, den seine Jünger in seinen irdischen Tagen gekannt haben, der, der mit ihnen durch die Lande gezogen ist, diskutiert und gegessen hat, er ist derselbe. Radikal deutlich wird es beschrieben, dass man ihn daran erkennen kann, dass er ihnen die Wunden an seinen Händen und an seiner Seite zeigt. Jesus streckt sie ihnen entgegen. Er will deutlich machen, ich bin derselbe. All das, was mich ausmacht, lebt. Der, den sie vor 2 Tagen am Kreuz haben sterben sehen, er lebt. Er ist der, der die Wunden an seinem Leib trägt, die ihm das ganze Leben geschlagen haben. Wenn auch dieser Leib, dieser verklärte Leib, gewandelt ist. Der Auferstandene ist derselbe wie der irdische Jesus, trotz seiner neuen Seinsweise. Damit, Schwestern und Brüder, wird noch etwas Entscheidendes ausgesagt, das wiederum für die Auferstehung Jesu wie auch die der Toten am Ende der Zeiten gilt. Auferstehung meint den ganzen Menschen. Auferstehung umfasst Leib und Seele. Auferstehung umfasst die ganze Person. Auferstehung nach dem biblischen Zeugnis ist etwas anderes als lediglich die Fortdauer der Seele im Jenseits, wie es die Griechen erwarteten und glaubten. Von Platon stammt ja das bekannte Wort, dass der Körper das Gefängnis der Seele sei. Körper, Gefängnis der Seele. Dass deshalb der Seele gar nichts Besseres passieren könne, als vom Leib erlöst zu werden, endlich befreit zu werden von dem, was sie begrenzt. Die christliche Sicht, Schwestern und Brüder, ist hier ganz anders. Jesus ist nicht nur Seele. Jesus hat auch einen Auferstehungsleib, einen verklärten Leib. Wenn dieser die Wundmale trägt, soll damit ganz unmissverständlich gesagt sein, der Auferstandene besteht aus Leib und Seele, wenn auch verklärt. Verklärt heißt, nicht mehr an die Begrenzungen von Raum und Zeit gebunden. Die christliche Erlösung umfasst Leib und Seele in aller Entgrenzung. Das Christentum ist damit keine Religion, die nur die Seele für das Wichtigste und Wertvollste im Menschen halten würde und den Leib, die Materie, damit abwerten würde. Das Christentum steht fest, mit beiden Beinen auf der Erde, auf dem, was irdisch ist. Zugleich aber hat es den festen Blick in den Himmel gerichtet. Von allem Anfang an haben sich Christen deshalb nicht nur um die Seele, sondern auch um den Leib der Mitmenschen gekümmert.
Sie haben es als ihren Auftrag verstanden, diese Welt so zu verändern, dass alle gut darin leben können. Hoffentlich knüpfen wir daran an. Heil, um das es ja geht in christlicher Erlösung, ist immer ganzheitlich. Schon hier auf dieser Welt und auch nach dem Tod. Auch der Leib wird erlöst und vom Tod befreit. Damit soll auch gesagt sein, Schwestern und Brüder, dass wir als ganze Menschen weiterleben mit all dem, was wir sind, mit all dem, was uns zutiefst auszeichnet. Wir sind auf dieser Welt und auch im ewigen Leben Individuen, das heißt in einzigartige, unverwechselbare Geschöpfe, die ihren Gott immer vor Augen stehen, die er niemals aus dem Blick verliert. Das ist die wichtige, das ist die großartige österliche Botschaft. Gott verliert seine Welt, seine Menschen. Er verliert mich nie aus den Augen. Im Leben nicht, im Sterben nicht, im Tod nicht. Er hält mich mit allem, was ich bin, in seiner Hand. Amen.